Hi meine lieben Freunde, herzlich willkommen zu einem kleinen neuen Game und zwar Dealers Live. Das werden wir uns mal ganz kurz anschauen und werden mal schauen, wie das so ist, denn wir werden Besitzer von einem Pfandleihhaus. Und da bin ich schon ziemlich aufgeregt, ich wollte schon immer mal Besitzer von einem Pfandleihhaus werden. Ihr kennt ja meine Verhandlungskünste. Wir machen einmal ein neues Spiel, ich habe schon mal ganz kurz reingeschaut. Ja. Wir haben hier verschiedene Fähigkeitspunkte, die wir vergeben können, also Skillpunkte. Wir haben zum Beispiel die Kompetenz, was mich zum Beispiel einschätzen lässt, wie viel Gegenstände wert sind. Wir haben Charisma. Charisma lässt mich quasi, umso mehr Charisma ich habe, umso besser kann ich Fälschungen verkaufen. Wir haben Menschenkenntnis, umso besser können wir Fälschungen entdecken quasi, wenn uns jemand eine verkaufen will. Und bei Glück ist einfach, es können mehr Kunden in den Laden kommen und wir werden vor schlechten Ereignissen bewahrt. Wichtig ist, glaube ich, Kompetenz, Charisma und Menschenkenntnis erstmal. Wir können natürlich noch mehr Skillpunkte für Geld dann einfach kaufen. Das ist kein Problem. Achso, und wir brauchen einen Namen. Manus. So, sehr schön. Dann würde ich sagen, suchen wir uns erstmal ein, beziehungsweise ein Pfandleihhaus. Haben wir ja schon ein paar Gegenstände, haben wir auch schon hier. 6 von 8 Gegenständen. Wir haben einen Pokal, wir haben so eine Statue. Oh, wir haben eine Pistole. Ein Messer und solche Sachen, die haben wir, ihr seht ja auch, deren Zustand ist nicht so geil. Und ja, die Zustände können wir aber verbessern, indem wir einfach Leute einstellen. Ne? Wir können hier Leute einstellen, Experten und Restaurateure und so weiter. Wir können im Geschäftslokal anmieten, ein anderes. Das zum Beispiel kostet nur 6 Millionen. Wir haben 10.000 und 180.000 Miete. Wir zahlen zurzeit 30 in der Woche. Ne? Also wir müssen auch eine wöchentliche Miete abdrücken. Das heißt, wir müssen auch immer Kohle machen und müssen auch darauf achten, dass Kohle am Start ist und so weiter und so fort. Ne? In unserem Geschäft, was wir jetzt haben, können wir maximal einen Angestellten einstellen. Und ich würde sagen, wir empfangen erstmal einfach unsere ersten Kunden. Hallo, man nennt mich Bilbo Beltran und ich muss unbedingt diesen Gegenstand kaufen. Willst du es mir verkaufen? Er will also was kaufen. Er will die Knarre. Interessant. Was willst du mit der Knarre, Bruder? Muss groß? Willst du mit der Knarre irgendwelchen Unfug machen? Ah, dein Waffenschein, alles klar. Gut, dann ist das natürlich kein Thema. So. Also, Schätzung 1180. Er bietet schon 1620 an. Das könnte ein Geschäft unseres Lebens werden. Wir machen aber mal 2200 raus. Oh, behandle mich nicht wie ein Idioten. Ich würde eher sagen 1720. Okay, dann machen wir mal 1900. Da sind wir schon gar nicht mehr so weit weg. 1780 ist mein letztes Angebot. Ach komm, guck mal, das ist so viel drüber. Das sind 600 Tacken drüber. Das können wir machen. So, haben wir schon mal richtig Plus gemacht hier. So, der nächste bitte. Hey, was läuft? Mein Name ist Jamie D. Thomas Pinter. Und ich sah dieses Schmuckstück. Ich wette, du wirst es loswerden. Au, oh, der will auch was kaufen. Und zwar die goldene Statue, hergestellt in 2015. Ungewöhnlicher Zustand. Wir haben auch verschiedene Zustände. Und zwar gewöhnlich, ungewöhnlich, episch, mythisch. Ach, was, legendär? Ich habe keine Ahnung, was noch. So. Okay, 1420 ist es wert. Und er will wissen, was es kosten soll. 2100. Da wäre mehr gegangen, Digga. Scheiße. Na egal, komm, wir haben schon ganz gut. Wow, jemand hat tatsächlich diese Bruchbude gekauft. Schön, dich kennenzulernen. Mir gehört das Pfandhaus nebenan. Das beste Pfandhaus der Stadt. Nur um klarzustellen. Ja, noch das beste Pfandhaus, mein Lieber. Wie heißt der? Randall Toms. Alles klar. Hast du wirklich ein Pfandhaus hier aufgemacht, ohne zu bedenken, dass ich genau nebenan arbeite? Ha! Du hast schon verloren. Wir werden sehen, mein Freund. Alles, was ich bisher hier sehen kann, ist ein armer Neuling. Laut meinem Ruhmometer hast du das niedrigste Ruhmlevel, das ich je gesehen habe. Warte, was? Ha, du hast keine Ahnung, wovon du redest, oder? Ruhmlevel ist das, worauf es wirklich ankommt in unserem Beruf. Es garantiert dir große Geschäfte, Geld und naja, Ruhm. Gut, dass er uns das alles verrät. Nun, nur indem du deine Fähigkeiten verbesserst und repräsentablere Läden ziehst, was für ein Wort, kannst du darauf hoffen, dein Ruhmlevel zu verbessern. Aber ich wette, du wirst es nicht mal bis zum Anfänger schaffen. Werde angenommen, easy life, baby. So, wir haben 3880 Gesamteinnahme gemacht. Sehr geil. Okay, perfekt, wir gehen direkt mal in den nächsten Tag rein. Oh, was das denn für einer hier? Ja, komm mal her hier. So, was willst du denn? Ah, du willst was verkaufen. Okay, was willst du verkaufen? Hi, dann nennt mich auch Trip Geta. Trip kommt bestimmt von Tripper. Ich habe etwas bekommen. Schau es dir an und sag mir, was du willst. Seltenheit. Episch? Oh. Es gibt keine Schätzung dazu. Er will 1360. Pass auf, ich gebe dir 950, Bruder. 1280, scheiße. 1150. Mehr kann ich machen. Ich denke,
Ich kaufe das. Ey, das ist episch. Ich glaube, wenn wir das vielleicht sogar restauriert kriegen, könnten wir da was draus machen. Die will auch was verkaufen. Hey Mann. Mein Name ist Dorothy Norris. Man hat mir gesagt, ich soll etwas Einzigartiges verkaufen, das dir bestimmt gefällt. Zeig mal her hier. Tschüss. Tschüss, Doris. Ich glaub's ja wohl nicht. Geschäftslokalsvermieter. Restaurateur einstellen. Guck mal hier. Vincent McCartney sucht nach einem Job. Restauratoren können deine Gegenstände wieder in ihren optimalen Zustand und erhöhen sie mit ihrem Wert. Der kostet in der Woche 600. Um 600 Grundgebühr. Den stellen wir ein. Du hast gerade einen neuen Restaurateur eingestellt. Okay. Profiler. Was gibt's hier für ein Geschäftslokal? Okay, 400.000, Alter, das ist so teuer, das ist der Wahnsinn. 7.000, okay, das sieht schon besser aus. Bekanntheitsgrad plus 2, Inventargröße ist dieselbe Größe, es ist dasselbe Geschäft, oder? Nee, maximale Anzahl der Kunden pro Tag 5. Grundgebühr 7.000. Na, ich glaube, wir warten erstmal noch. So, komm, rein ins Vergnügen. Nächster bitte. Wir haben jetzt auf jeden Fall einen Restaurateur. Das heißt, er könnte die Sachen wieder fit machen. Hey, was läuft? Mein Name ist Trisha Niesen und ich muss unbedingt diesen Gegenstand kaufen. Du musst mir verkaufen. Ja, zeig mal. Das Messer. Ach, Zustand schrecklich. Wie kann ich den Restaurateur jetzt überhaupt einsetzen? Okay, lass uns mal verhandeln. Ja, komm. 108. Ich will 150. Ach, das lohnt sich da gar nicht hier. 118, 125. Nee, 130. Ja, dann bist du halt raus. Ich habe gesagt 130. Was? Einer nur? Einer kam heute nur. Och Mann, oh. Das ist ja traurig. Okay, ich muss mal ganz kurz schauen. Wie kann ich denn Restaurateur werden hier? Mein Restaurateur einsetzen. Oh, das sieht aber cool aus. Die will ich haben. Was? Das ist absurd. Bist du dir sicher? Schön, ich habe es nicht gedacht, viel dafür zu bekommen. Das ist eine Fälschung. Ach so. Das ist eine Fälschung. Ah, verstehe ich. 260? Nein. 240? Nein! Sind wir noch nicht dort? Tut mir leid, ich glaube nicht, dass es mein Angebot annehmen wird. Bin raus. Ja, dann geh doch. Leute, was ist denn das für ein Mist jetzt hier? Fälscher einstellen? Ein Fälscher einstellen? Jobfälscher können einen Standardgegenstand ohne Besonderheit in eine weitaus wertvoll kostbare verwandeln. Oh. Okay, solche können wir also auch einstellen. Ein Verkäufer einstellen? Ne, wir können nur einen Kunde, wir können einen einstellen. Geschäftslokal, Verkäufer, okay. Wartet mal kurz. Können wir jetzt hier bei den Gegenständen vielleicht das. Ach, hier, guck mal. Guck mal. Hier, guck mal, episch. Das will ich jetzt mal restaurieren. Denn Restaurant Vincent sagt, dass er 5 Tage und 5 benötigt, um den Auftrag auszuführen. Komm, mach. Ist egal, mach. Okay. Wir haben wieder geöffnet. Wir müssen ein paar Tacken machen jetzt hier so langsam. Ein paar Tacken müssen ran. Der will was kaufen. Hey, was läuft? Meine Freundin nennt mich Phil Harris. Ich würde gerne dieses Schmuckstück kaufen. Ah ja. Das könnte ich allerdings auch noch restaurieren. Ja, komm, lass uns verhandeln. 230, ich will 450 für das Ding. Warte, einfach hat er sich verbissen. Kommt hier nur einer am Tag, oder was ist denn das? Ah, warte mal, ich habe eine Idee. Wir können natürlich, Moment, unsere Skill hier, Glück. Wir können unser Glück einmal skillen. Das machen wir mal. Okay, perfekt. Oh, wir sind Neuling, 7 von 8. Ehrlichkeit, ja, bis jetzt sieht es ganz gut aus. Ich hatte das Vergnügen, meinen Nachbarn kennenzulernen. Meine Geschichte, okay. Rein in den Laden. Los, weiter geht's. Ah, jetzt kommen schon mal 2. Guten Morgen, meine Freundin nennt mich Whitney Bennett und ich habe gerade dieses Schmuckstück gesehen. Ich werde es nicht zurücklassen. Du bist also auch dieses grauenhafte Messer. Dann gib mir 142.000. Nee, 42. 98. 97 wäre, dann gib mir 110. 109. Komm, wir haben ein bisschen Kohle gemacht.
Hallo, ich bin Riley G. Bekam etwas, was ich gerne verkaufen würde. Ja, zeig mal her hier. 1021, was ein Brecheisen für 1021? Was ist das? Lass uns verhandeln. 400. 500. Oh, jetzt geht er wieder, ey. Das gibt's ja nicht. Verdammte Axt. Gesamteinnahmen 3090. Okay, wir haben 4000 ausgegeben. Was haben wir 4000 ausgegeben? Ach so, für unsere Skillpunkte. So, Profiler, Fälscher einstellen, Geschäftslokal, Berater einstellen. Nee, wir können doch niemanden einstellen. Wir brauchen erstmal noch ein bisschen mehr Kohle hier. Und der Typ, oh, es ist auch die Miete ist wieder fällig. Okay, drei Kunden schon mal. Hallo, mein Name, die will was verkaufen. Okay, ein Buch. Ein Buch, ein Buch, ein Buch. Schätzung 205. Ich gebe dir 120. Ich denke uns nächstes Mal besseres. Oh, okay, da sind wir ziemlich nah dran. 105. Ja, moin. 125. Ja, komm, dann mach 136. 136. Okay. Perfekt. So, was hast du? Hey Mann, man nennt mich auch Daniel Bonita. Bonita. Und ich mag diesen Gegenstand. Ich will es haben. Eine Münze. Für 93 Dollar. Warum ist die Münze nicht mehr wert? Die Münze war mehr wert. Ach, scheiße. Guten Morgen, man nennt mich Robby Kokona. Ich überlege mir, ob ich diesen Gegenstand kaufen soll. Zeig mal her. Ja, den solltest du kaufen. Der ist nämlich legendär, mein Lieber. Legendär ist der. Legendär. Und deswegen kostet er heute nur 4000. 2650. Okay, pass auf. Weil du es bist, 3200. Ist egal, denn es kommt auch jemand, der das mehr zu schätzen weiß. Meine Wochenstatistik. Bediente Kunden 11. Einnahmen 4. Oh, scheiße. Wir haben 3000 nasse gemacht. Na gut, ist egal. Aber sind erstmal alle bezahlt, oder? Geschäftslokal mieten. 7000, ey. Das wäre eigentlich... Oh, nee, haben wir ja nicht mehr. So, wie sieht's denn aus mit meinem Gegenstand? Hat er das jetzt mal repariert? Oh, immer noch 2 Tage. Ist ja grauenhaft. Komm, noch mal rein hier. Tiki-taki-toki, tiki-taki-toki. Tiki-taki. Hey, was läuft? Man nennt mich Bounty Oscar. Ich will dieses Schmuckstück. Entweder gibst du mir oder ich werde sehr traurig. Oh, der ist sehr traurig, ne? Ich würde sagen, wir verhandeln mal und für 350 ist es dir. So. 320? 340. Tacken ran. So. War auch nur einer da. Okay. Nächster Tag. Oh, du siehst... Oh, nee, oder? Was bist denn du für einer, Digga? Was? Für diesen Gegenstand, was dein Sparschwein. Oh. Jetzt dein Sparschwein wird. Du abgefranster Typ, willst das kaufen? Ja, komm, ich bin nachsichtig. 3600 Tacken. 3050? 3400 Tacken. 3200. 3,3. Komm. 3200. Ach, komm. Weißt du was? Das ist echt viel. Ich nehme das. Yeah, Baby, wir sind wieder über 10.000. Okay, was willst du verkaufen? Seltenheit, okay. Guter Zustand. Wow. 2000, mehr kann ich dir für die Stühle nicht geben. 2,6, Alter. 2,4. 2,5? Nicht weiter entgegenkommen, ich kauf die mal, scheiß drauf. Wie gewonnen, so zerronnen, sagt man ja immer, ne? Aber wenn wir die reparieren, könnte vielleicht was draus werden. Oh, was hat denn der hier? 2000, okay, schätzt er mal. Dann gebe ich dir 1000. Oh, 1980, 1150, 1280. Kaufe ich. So. Okay. Ja, was soll ich dir dafür geben? 50 Dollar. 166, 60 Dollar, komm. 60 Dollar. Ja, tschüss, Digga. Was soll ich mit dem Scheiß? So, okay. Perfekt. Jetzt müsste aber eigentlich... Ah ja, Vince hat gerade Auftrag für überbewertetes Brettspiel beendet. Der neu geschätzte Wert liegt bei unbekannt. Scheiße. Okay, aber pass auf. Was wir... Okay, das episch gezahlt 1800. Okay. Was wir machen, ist jetzt die Stühle reparieren. Ja.
4 Tage, Auftrag beginnen. Los, mach das. Bist du auch ein bisschen besser hier eigentlich? Bin hier gespannt. Gut, wir sind aber erstmal fertig, meine lieben Freunde. Wenn es euch gefällt, lasst das Däumchen da. Mal gucken, ob wir noch ein paar Folgen machen davon. Und ich bin erstmal raus. Bis dahin, euer Manus. Ciao.